Leute, was geht ab, Leute? Hunger mit einer Box am Start von Woodbox. Shoutout an die. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Monat schicken die mir eine Box mit ein paar Sachen drin, ein paar Überraschungen. Ja, gestern. So, was gibt's Neues? Gestern, es wurde ja gemunkelt, dass PvP kommen soll. Ich habe hier irgendwas mit Pokémon. Gerade Catch 'em All. Okay. Auf jeden Fall, es wurde gemunkelt, dass am 3. PvP kommen soll. Oder irgendwas über PvP. Also erstmal, wer hat das gemunkelt? Das waren die. Es gibt ja das Ligensystem. Das hat Niantic angekündigt und gezeigt auf Twitter. Mit den drei Ligen, 1500, 2,5 WP und dann alles über 2,5. Und bevor Niantic das angekündigt hatte, hatte ich das bereits irgendwo schon gesehen. Irgendjemand hatte das schon geleakt. Und genau dieselben haben dann auch das mit dem 3. erzählt. Gestern kam dann aber nichts. Es kam ein Update. Ein Update ist immer gut. Das ist ein Zeichen, dass was kommt. Und danach hat Niantic noch angekündigt, dass am 4., also heute, noch eine Ankündigung kommt. Also eine Ankündigung für eine Ankündigung. Kann aber auch gut sein, weil gestern ein Update kam, dass dann heute, ja, heute auch schon PvP kommt. Seid später mit live dabei. Falls es kommt, sind wir da am Start. Wenn, dann kommt es eh 22 Uhr. Aber die Ankündigung, die müsste davor noch kommen irgendwann. Das heißt, ja, dazu kommt wahrscheinlich dann auch noch ein Video. Wir haben hier ein Pokémon-T-Shirt. Nach all den Jahren, nach all den Shirts, unser erstes Pokémon-T-Shirt. Wobei, ich glaube, wir hatten schon mal welche. Ja, so. Pop Star Wars 1,95 Chewbacca. Alles klar. Bin jetzt kein mega Star Wars Fan, aber geht schon klar. Ich muss sagen, dieser Leak, das Gemunkel auf der Straße, war nicht ganz falsch. Also dafür war es schon relativ akkurat. Es kam gestern immerhin das Update und als Niantic das angekündigt hatte mit der Ankündigung, war es ja in manchen Teilen der Welt immer noch der 3. Also, okay, da stand jetzt in der Ankündigung, am 4. kommt es. Aber naja, ein Super Nintendo Aggressionsplüschteil. Ein Pin für meine Pinsammlung. Ein paar haben sich jetzt sogar gewünscht, meine Pinsammlung mal zu sehen. Ich denke, am Ende des Jahres kommt mal ein Video. Was ist denn das, Leute? Okay. Am Ende des Jahres kommt auf jeden Fall ein Video, wo ich meine Pins zeige. Dann haben wir hier noch was Krankes. Oh! Dragon Ball Nummer 4. Shoutout geht raus an Goku. Der 4. Dragon Ball. Alter, was ist das für ein krankes Teil? Woodbox, ihr seid die Besten, Alter. Das wird sich jetzt gegönnt. Ja, wie gesagt, also das mit dem Gemunkel. Ihr wisst, Gemunkel kann man nie vertrauen, aber so falsch schlagen die gar nicht. Also ich bin gespannt, wie es mit PvP heute sein wird. Oh. Oh. Alter, kranker Shit. Okay, wie nennt man das? Die Ablage ist halt ein bisschen schäbig, dieses Plastikteil, aber... Jo, ich muss jetzt diesen Song einblenden. Ich blende jetzt kurz den Song ein. Ja, abgesehen davon, wie gesagt, heute Abend sind wir auf jeden Fall live. Ich schau mal, ob ich zwecks der Verbindung irgendwas machen kann. Oder vielleicht ist sie heute einfach wieder ein bisschen besser. Und dann später kommt noch, falls die Ankündigung kommt von Niantic, ein Infovideo darüber. Abgesehen davon, checkt die anderen Videos ab von gestern und wir mal liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, checkt Woodbox ab, Link ist unten in der Beschreibung. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.